Und lassen wir Team Alpha voran, dann M1 an zweiter Ich Stelle bin und dann die komplett voll beiden gepackt. anderen Buggys hinten dran. Jawohl. Okay, alles klar. Mach gar nichts, wird gehört. Kanal. Ciao. Also so schnell werden wir nicht verbluten. Dann wollen wir mal. Ja. Also ich habe guten Abend. Keine Morgen. Entfernungsspinde für mein Gewehr, das heißt 600 Meter. So verstanden. Ja, wir fahren in 4 Minuten nach. Ich stehe den nach. Genau. Ihr seid der schnellere, wenn es sein muss. Was ich auch noch mit hab? Ach, ich kann übrigens zwei. Echt, jetzt bin das nur ich oder ist es gerade extrem hell? Ich heute irgendwie schlecht geschlafen oder sieht das hier irgendwie von der Bewegung her merkwürdig weiß aus? Ja eben, ich sag auch, es ist extrem hell. Also 8 Uhr morgens? Ist sie verstrahlt oder was? Geputzte Steine. Du bist ja fast blind. Cotton Eye Joe. Moment, was für eine Frequenz haben wir? Wir haben intern 250 als Intercom. Okay, das stelle ich mir noch kurz ein, bevor ich reingehe. Ich will nicht lauter sein. User left your channel. Besetzt. User joined your channel. Schütze einsatzbereit. Verstanden. Soll ich eine Funktionskontrolle durchführen? Solange Funktionskontrolle nicht Ballern beinhaltet? Positiv, ich würde auch nur gerne den Turm bewegen, aber es geht nicht. Ich glaube, Monte hat die Luke geöffnet. Also die Luke auf. Okay, er hat. Nö, jetzt nicht. Funktioniert? Ja, Straße ging gut. Im Wärmebild habe ich wenigstens nicht so einen übertriebenen also eine übertriebene Helle. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich melde uns dann mal an. Hier Tor meldet sich auf 50 MHz an. Kommen. Was ist überhaupt unser Auftrag? Kaputtballern. Nein, also unser erster Auftrag wird es sein, Richtung Mokropsi oder Mokrops. Mokropsi, ja. Richtung Mokropsi vorzurücken. Dort dann eine geeignete Stellung zu finden, um den Angriff von Alpha und Bravo in Richtung des nordwestlichen Sektors da zu decken. Okay. Wenn wir das gemacht haben, suchen wir uns eine alte Position, beziehungsweise irgendwo einen Verfügungsraum, dann schnell vorzustoßen, um die T-Kreuzung, beziehungsweise die Straße Planquadrat 036027 einzunehmen. Da ist so ein kleines Kirchlein und eine kleine Kapelle, besser gesagt. Okay, dann habe ich noch eine andere Frage. Ich war ja gestern bei der Mission nicht dabei. Wurde da alles da, dieser Zipfel da eingenommen oder wieso sind wir plötzlich einfach hier und nicht irgendwie am Strand? Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall müssen wir in 2 Minuten los, habe ich gerade gehört. Oh, okay. Sichtweite muss ich noch kurz schauen. Also das MCC-Menü, oder? Ich glaube ja. Ich habe es jetzt auf 4 Kilometer gekriegt, glaube ich. Geh auch mal auf 4 Kilometer, okay. Übrigens, Turmdrehanzeige haben wir oben. Haben wir? Ja. Oh. Ich habe sogar eine Gradangabe da. Und? Oh ja, ich auch. Oh, wie schön. Oh, sehr schön. Und ich sehe auch, wo du etwa hinschaust, also das ist ideal. Und perfekt. Wir haben C-Tab. Endlich keine Budgetkürzungen, obwohl doch, wir haben nur einen M1A1. Das heißt, du hast doch keine. Heißt das nicht, dass du keine Optik hast?
Wenn ich das auch richtig sehe, kann ich sogar das 50er von innen bedienen. Ja, aber ja, das eben, aber das ist kein Wärmebild, glaube ich. Das kann gut sein. Ja, aber ich habe das. Und auch einen pervers hohen Zoom-Faktor. Monty? Yep. Wie viel, also Treibstoff nehme ich an, ist voll. Jo. Gut. Und irgendwie eine Delle im Lack haben wir auch nicht. Nein. Frisch geputzt, das Ding hier. Ist ja fast ideale Voraussetzung für einen Einsatz heute. Ja, ich habe auch gehört, Monty, bist du nicht gerade erst aus dem Reparaturkurs zurückgekommen? Ja, genau, ich bin perfekter Reparateur jetzt. Das ist schön. Okay, wir haben gerade... Ja. Moment, Funk. Ja, willst du das wieder irgendwo mithören, oder? Ich könnte das Ding auf Lautsprecher schalten. Oh ja, das mach mal. Wir sind auf jeden Fall das zweite Fahrzeug, aber das hattet ihr vorhin ja schon gehört. Okay. Und es geht jetzt quasi los. Moment. Hast du schon auf Lautsprecher gestellt und das, oder wie, oder was? Ja, ist jetzt auf Lautsprecher. Ja, ich hab vorhin nichts gehört. Ja, jetzt. Oh. Meine, soll ich mal auf Lautsprecher stellen? Ja, jetzt höre ich's. Fahrzeug 1, Abfahrt. Hier, Fahrzeug 2, Abfahrbereitschaft hergestellt. Fahrzeug 3 ist opferbereit. Fahrzeug 4 abfahrbereit. Und Abfahrtmaterial, los geht's. Okay Leute, geht los. Probleme. Ich kann nicht nur Fahrzeug 1 sein, sondern. Fahrzeug 2 haben Kontakt zu viel zum Fahrzeug 1 verloren. Fahrzeug 1 ist ungefähr Richtung Nordwestlinie ausgesehen, blaue Linie folgend auf Karte. Sehe ich nicht, aber okay, Monty vorwärts war schon. Ich sehe sie auf der Karte. Ein Feld. Sie-Tipp sehe ich sie nicht, aber auf der Karte sehe ich sie. Scheiße, es ist doch immer, wenn viel zu viel Kontrast und Helligkeit hier drauf, oder? Schütze, 9 bis 11 absichern. Wie viel sind das gerade auf die Kamera am Straßenrad? Auf Sicht auf Fahrzeug 1. Langsamer werden. Einfach. Letzte auf der Mausicht. Auf Actual. Komm. Wir bewegen uns von auf in die Luft, komm. Hier ist die Luft in Richtung Nord in der Deckung. Verstanden, Richtung Nord in Deckung, auf Ende. Ja, ich habe gebremst und uns nicht. Ich weiß, das ist der Everest. Wenn der einmal bergab rollt, dann wird er für immer bergab rollen. Das ist aber auch nur der M1A1, der M1 und alle seine Typen hier in Arma, ne? Also, ja. Ich weiß nicht, irgendwie, ja. Schlecht. Hört ihr mich eigentlich? Ist zu leise, ist zu leise. Bitte? Ist zu leise. Ja, gut, mach ich. Also wenn die Zuhörhydraulik kreuzt und der Motor hinten und aus, die Laufrohr und über den Kram. Wechsel für ein Feuerstatus. Und Feuerstatus. Grün. Wie sieht das
Explosionsalzbenutzung starten, das gibt's nur mit dem Befehl oder darf das Ziel selbstständig bekämpfen. Nee, wir machen das mit Ansprache, es sei denn, das Ziel taucht natürlich direkt vor uns auf. Verstanden. Andere Fragen, ich habe im Moment Passt schon, lass es mal KI. Ja, verstanden, Korrektur aufgerufen. Verstanden, hab aber momentan für anderes MG ausgewählt und wir sind extrem langsam. A1 verstanden, A1 wartet. Ich könnte Fahrzeug 1 zum Böse weg, pusten jetzt gerade. Halte ich an den Sicherungsbereich 9 bis 11. Ist alles so blöd im Sicherungsbereich. Nicht ganz normal, 10 bis 2. Weil der Fahrer 12 Uhr sieht und ich auf die rechte Seite. Okay. M1 gegen Leo. Der Leo müsste eigentlich gewinnen. Was die Scheiße gehört, der M1 ist ungeschlagen im Kampf. Hat aber bisher alle Wettkämpfe gegen die Deutschen verloren. Was denn das gelesen? Der Bundeswehr Daily? Ja, nee. Eben, der M1 ist besser. Für mich ist so exponiert, das kann man sich nicht vorstellen. Bist du da aus dem Kopf draußen? Ja, den habe ich sowieso draußen, aber ich fühle mich hier als Panzer exponiert. Ich meine, in der Marmeladenbüchse sehe ich doch unter und nix. Ja, das wäre auch nicht so ein Problem, hätten wir die A2-Version. Fahrzeug 2 ist mit Task. Hast du eigentlich die Möglichkeit, die Luke auch zu öffnen? Ich sitze vor deinen Füßen. Oh, jetzt seh ich's. Komm, ich komm einfach nicht an dich ran. Du weißt schon, dass ich gerade meinen Kopf an deine Schienbeine zurückgelegt habe. Fick dich. Wieso ist das Ganze bequem eigentlich? Du weißt doch, dass ich seit Korea meine Beine nicht mehr spüre. Ja, aber wir haben dir auch gesagt, du sollst nicht aus dem zweiten Stock runterspringen. Das ist nicht gesund. Ja, aber das war eine Challenge. Ja, und ich habe am Montag gesagt, es war eine dumme Herausforderung. Aber ich bin dieses Wagnis eingegangen. Und habe verloren. Wieso, Monte, du gewählt, dass du nicht stirbst, dass du stirbst? Rachel, hör das Wort, komm. Achtung, Straßensperre. Ungefähr ein Klick nordwestlich von ihrer Position auf Karte markiert. Markant ein Leopard 1. Kommen. Was hat Leopard 1? So, Leo 1, Monte. Das ist eine Falschmeldung, aber wir gucken uns das erstmal selber an. Leo, das kann ich mir nicht vorstellen. Hier aktuell Abwehrposition halten. Konvoi hält. Hier nochmal Horn. Es sind noch zwei BMPs an der nächsten Linkskurve hinzugekommen. Auf Ende. Okay, Jungs, stellt euch mal die 50 zu uns selber ein. Ich höre das okay, so schlecht. Okay, Konvoi hält die Operation.
und die circa 10 Meter vorsetzen. Naja, mach nur 20 draus. Bekämpfen von Hügel 322 oder ein bisschen westlich davon, bringen Sie Ihre weit genug runter, komm. Hier Tor, wir versuchen eine mögliche Feuerposition auszumachen, kommen. So, verstanden, schauen Sie nach Position aus, halten Sie sich momentan noch südlich von Hügel 322, geben Sie Rückmeldung, wenn Sie was gefunden haben. Hawk für Actual. Actual hört Hawk, komm. Und hier, halb links. Wir haben einen Hellfire-Lock auf die Leo, komm. So, schaut Feuer frei. Verstanden, Feuer. Halt mal einen Sitz bekommen, die Helis den ganzen Spaß ab. Schwenk Richtung Nordwest. Langsam vorwärts marsch. Tor für Actual, komm. Hier, Tor, kommen. Tor Leopard wird zerstört durch Hellfire des Apache Shots, die auf die Bank hier mäßig bekommen. Richtung Nord-Nordwest ausrichten. Hier Tor, so verstanden, die Höhen aus. Hier fallen zwei mit Hellfire. Also, langsam vorwärts marsch. Schütze 10 bis 2. Verstanden. Sobald die Dropship und Marschbereich. An alle, wir greifen jetzt zwei feindliche BMPs an, die sich vor uns befinden müssen. Das heißt Unterluke. Starten nach, Schütze bereit. Schütze KE laden. KE geladen. Und die Richtung 016 ausrichten. Perfect, rechts am Stein vorbei. Leopard durch Hellfire zerstört. Sehr gute Arbeit, die Batterie liegt jetzt Richtung Nord vor. Wo genau soll ich diese Straßensperre sein? Richtung Nord vorgestellt. Wahrscheinlich jetzt Richtung 355. Und die halt ausrichten Richtung 355 Grad. Das sind viele Bücher, da sehe ich gerade was. Ja, aber dahinter ist eine Kante, wenn ich das richtig sehe. Ah, okay. Ich muss übrigens korrigieren, wahrscheinlich Richtung 328 Feindpanzer. Beiden BMPs. Okay, Monty, normal voraus. Halt! Ja, ich bremse schon, ich bremse schon. Ja, ich glaube, wir halten hier nie mehr an. Durchstoßen auf die Straße. Ja, halt! Ach, oh Gott, Glück gehabt. Gut, dass wir doch noch halten können. Okay, langsam zurück. Halt! Okay, neu ausrichten Richtung 100 Grad, zurück auf die Straße. Sobald an der Straße Kehrtwende. Was zerstört der Heli jetzt die Straßensperre auch? Er hat den Leopard zerstört. Ja, aber zerstört wir jetzt. Wir kümmern uns jetzt noch um die BMP, aber ich möchte lieber nicht über so ein Gelände, wo ich nicht sehe, was vor uns ist. Ja, verstehe. Okay, Monty, Vorwärtsmarsch. Langsam. Ja. Halt, Absicht, Bewegung, einer bewegt sich auf den Panzer zu, der andere bewegt sich weg. Das sind keine BMPs, das sind verdammte Strike. Feuer! Vertragen können Sie hier in der Flügel aufhaben. Komm. Treffen am Führungsfahrzeug, auf den nächsten. Prüfen. Lädt noch nach. Toy. Treffen am zweiten Fahrzeug, erstes Fahrzeug verdichten. Hier Tor, zwei Feindpanzer. Zweites Fahrzeug brennt. Falls möglich, eine Sonne. Besatzung verdichten. Bremst das Ding auch nochmal? Nein.
So. Abschluss der beiden BMPs. Okay, Position halten, alle Ziele mit MG bekämpfen, falls noch welche da sind. Okay, beständige Suche müssen im Wald sein, linksseitig im Wald sein. Die anderen wurden vernichtet durch die Explosion vom Fahrzeug. Mark hört. Meine Kontakte bis zur Stadt Mock Crossbeam kommen. Mit diesem Panzer können wir auf jeden Fall nicht in diesem hügeligen Gelände weiterwirken. Es ist bis drauf nur noch eine Freifläche. Okay, Schütze weiter, 10 bis 2, ich nehme dann den rechtzeitigen Bereich. Hier Hawk, bis auf die Straßensperre, wo sich noch ein Kaliber 50 stationär befindet, nichts weiter zu sehen. Kommen. So, schon. Accurate. Bravo für Equicom. Bravo, ja, kommen. Bravo, bitte einmal abstellen, damit uns beim Zurückkommen die Fahrzeuge nachziehen. Kommen. Wiederholen, kommen. Übrigens, ich habe das Gefühl, dieser Leo 1 war einfach nur ein Leo. Ich hoffe, schauen wir mal nach. Kann gut sein. Kommen. Wir sind weiter im Süden, soll zu uns kommen. Wir holen die Fahrzeuge. Also, das waren keine BMPs, das waren Patrias. Tja, weiß ja, wie gut unsere Leute irgendwas melden können. So, was? Sie sind Marines, sie haben nichts da. Auf jeden Fall könnte jetzt Feind mit Verstärkung auf unsere Position vorrücken. Ich hab vorhin den Wärmekontakt auf 311 Grad hinter der Hügelgruppe gehabt. Vom? 311 Grad, keine Ahnung, was war Hitzekontakt, ist hinter der Hügelgruppe verschwunden. Verstanden. Ist das der Hubschrauber? Richtung? 311 Grad. Auf 311 habe ich nichts. Ja, ich habe nicht mehr, aber da war was. Unseren Helikopter nicht. Ja, aber da war was. Kurzer Hitzekontakt. Ja, ich habe mein Auge. Übrigens, ich glaube, wir haben die ganze Besatzung da eliminiert. Das war die sekundäre Explosion. Alpha, hier aktuell die. Wäre schon mal gut. Vorstoß und Rundumsicherung erstellen. Schütze Sicherungsbereich 11 bis 1. Wir warten jetzt hier auf die Infanterie. Die anderen stoßen jetzt auf unsere Position vor. Schütze Richtung 280. Frage: Sind Sie ein Helikopter? Hawk, der Actual. Hi, Actual, Hawk. Wir haben meine Hellcat. 267 Grad von uns. Positiv sehe ich, bekämpfen. Und die links Richtung 250 bringen uns zwischen Büsche. Ich kann nicht bekämpfen, verdammt! So, Verstanden. Okay, so standen wir rückwärts in dem Fahrzeug gleich vor, dann sitzt der Konvoi auch. Wir stoßen mit dem Tor aus Fahrzeug 1 auf die Straßensperre vor. Den hätte ich abgeschossen, Finn. Es geht hier nicht um prestigeträchtige Momente. Es geht darum, unseren Panzer nicht zu verlieren. Vielleicht war das auch nur ein Ablenkungsmanöver. So oder so, ich hätte das Ding vernichten können, weil ich ihn weniger gehabt. Okay, die Infanterie stößt jetzt auf unsere Position vor. Und geht langsam zurück. Cool. Mehr rechts. Halt. Seht ihr, hier ist Feuer. Also auf dem Riechbereich. Ihr Tor, die Wildcat ist auf uns angesetzt und hat uns mit dem Pies beschossen, komm. So, schon, ihr habt keine Möglichkeit zur Luftbegleitung. Können Sie da was aufrichten mit ihrem MG? Komm. Ich gehe auf den Ladeschützen, habe ich noch einen 240.
Fehler abgeschossen. Mal nicht umdrehen. Okay, jetzt wieder auf 12 Uhr. Seh. Wie viele Gurte haben wir für das M240? Gut, ich habe noch nicht mal 200 Schuss verschossen. Richtung. Verstanden, wir passen auf. Ich glaube, ich gehe drunter, oder? Da ist er mit da. Keine Ahnung. 045 Grad. Soll sich Hawk oder die Refüschung kümmern? Wieder auf 12 Uhr ausrichten. Okay, alles klar. Team Alpha aufsitzen, Team Bravo aufsitzen. Was soll die Position von Actual und Team Alpha? Und die Fahrzeugrichtung 270. Bravo, du bist Actual ist die Infanterie Steiner, also bis auf zum Zwickli. Ja, auch Actual. Richtung? Direkt voraus, halte Fahrzeug voraus. Feuerhalter sind genug, solange die nicht in unsere Richtung schießen. Feuer erlaubt nicht. Das tun wir nicht, bis zur Zeit, dass die Feuer halten. Ja, dann positiv, Feuer frei. Siehst du ihn? Links von den Wracks, richtig? Positiv. Steht er da entspannt? Nö, der hat seine Waffe auf uns gerichtet, glaube ich. Also hat sie gehoben. Bravo, wir haben schon gekommen. Also für mich ist es gut, einfach diesen Versuch in die Gefahr zu nehmen, sonst schießt ihn einfach. Bravo, wir Fahrzeug bis vor nach, den damit sie aufsetzen. Momentan Feuer halten. Jetzt haben wir schon unterwegs. Alles klar, dann warten wir hier kurz. Hier Tor, neben dem Fahrzeugwrack steht ein Überlebender von der Crew, scheint aber nicht aggressiv gegen uns über zu sein. Komm. So schon, du hast mal im Auge behalten. So verstanden. Ende. Hey, mit der Fox. Der Fox macht mal richtig weg. Ja, wenn er wegläuft, ja. Hat sich bewegt. Feuer. Komm, der ist gekommen. Hier vor. Wir gehen jetzt ein bisschen zum Mäus, um gegen die Straßenspiele vorzugehen. Das schwer. Okay, ist bewusstlos. So verstanden. Ende. Okay, die Infanterie sitzt jetzt vor uns und rückt in Richtung der Straßensperre vor. Wir folgen langsam. Okay, ja, eben. Ich konnte nicht mal richtig die Tracer sehen durch das Wärmebildgerät. Deswegen benutze ich sowas Modernes gar nicht. Ja, ohne habe ich zu wenig so. Okay, ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich habe ja kein Wärmebild. Aber ein Restlichtverstärker ist doch schon mal ein Anfang, oder nicht? Technik. Stand der 90er vielleicht? Ah, nicht mal 60er. Das ist nicht mal 90er, das ist vorhin schon, also 80er, 70er vielleicht. Backtrack zu vorbereiten. Eins, vorbereitet. Ah ja, vorbereitet, okay, aufschließen zu Tor. Okay, unsere Freunde von der Infanterie kommen jetzt langsam mal, nachdem wir hier explodiert 12 Stunden gestanden haben. Ungefähr so die Feindpanzer da vorne irgendwie begrüßt haben oder so. Ich soll die Feindpanzer begrüßen. Okay, Tor, hier aktuell in der Richtung Richtung Westen. Nein. Hier Tor, wiederholen Sie den letzten Spruch, kommen. Tor in Bewegung setzen Richtung West, Richtung Straßensperre. So verstanden, sind in Bewegung, Ende. Und Ihnen langsam der Straße folgen. Alpha, die aktuell lassen Sie der Schütze mit Abstand zu Tor, wenn der unter MG-Feuer kommt. Verstanden. Verstanden, Monat mit Abstand.
Hawk, der aktuell kommt. Hawk hören? Der feine Schaden ist der Hellcat, komm. Ziel zerstört, komm. Nicht zerstört. Ich hab 50er Kaliber oben drauf und kann es nicht benutzen, schade irgendwie. Was, du kannst es nicht benutzen? Nö, es sieht irgendwie einfach nur schön aus. Doch, Siri, kannst du es benutzen? Nein, trust me, kann ich nicht. Doch, mit Zoom oder so kannst du das benutzen. Ich bin im Zoom. Hast du so eine Schachbrettansicht oder so, also eine Kachelansicht? Ja, ich hab so eine Ansicht, das ist mit Siri, aber ich kann es nicht benutzen, linke Maustaste hat keine Wirkung. Dann drück mal F oder so. Keine Wirkung. Okay, ich schaue sowieso sonst mal beim nächsten Marschall dann, okay? Guter Typ. An der Straßensperre könnte noch ein MG-Stempel sein, aber das sollte für uns kein Problem darstellen. Nö, für die MG-Stellung. Richtig. Aber jetzt ohne, um mich jetzt unnötig selbst zu loben, aber das waren wunderbare Schüsse auf diese Panzer, möchte ich nur sagen. Vor allem aus fast voller Fahrt. Deswegen bin ich auch beeindruckt, aber vor allem, wie zum Teufel kämpfen wir eigentlich gegen die AIF? Müssen wir nicht gegen die Russen kämpfen? Keine Ahnung. Weil ich nichts umfahren. Ich meine, die Panzer haben wir schließlich da New York bombardiert, das geht doch nicht. Ich bin erst neu in diese Basis gekommen. Ja verdammt, du bist doch oben. Er hat sich Kontakt, da vorne ist noch ein Wärmekontakt. Die MG-Stellung. Langsam weiter vor. Die MG-Stellung. Ich weiß, ich hab sie auch erwischt, aber... Ja, ruhig, ist noch eine MG-Stellung. Ja, aber unsere Infanterie ist... Okay, halt. Und Feuer frei. Alle unterstützen neu im Nahkampf, falls ihr was näher bekommt, Bravo. Halt! Richtung 250 ausrichten. Langsam vor! Bravo, Schütze, Feuer frei, auf alle Kampf frei. Verschlafen, Ampad bereit. Halt! Feuer auf das MG in Richtung 320. Korrigiere 230. Hawk hören. Vorwärts, Marsch! Da sehen Sie, wo wir vorher dann bekommen. Komm. Wir sehen hier nur vereinzelt F-Schüsse, die durch den Tor gehen. Vermutlich aus Richtung der Straßensperre. Halt! Wir haben rechts vom Tor ein F-Schüsse im Wald gesichtet. Komm. Keine Sicht, wir müssen uns bewegen. Schaut direkt vom Tor, F-Schüsse im Wald. Langsam vorwärts, Marsch! Dazwischen, ich kann nicht sehen. Volle Fahrt voraus. Ausrichten Richtung 200. Verdammt, was ist ein RPG, Schütze, genau hinter uns. Und wir haben ihn überfahren und ich habe ihn erschossen, ich weiß es nicht. Jetzt soll das MG Nestor. Haben wir denn bitte schön Reaktivpanzer? Die haben wir nicht, das ist kein Task. Haben wir nicht? Nein. Naja, dann nicht.
wieso muss ich eigentlich mit dem verdammten Neuling-Sekundanten hier im Panzer sein? Hier Hawk, melde ein Panzerabwehrschütze rechts von der Straßensperre. Hawk, Ende. Okay, rechts als der Straßensperre soll noch ein Panzerabwehrschütze. Von wem aus gesehen? Keine Ahnung, von Hawk aus. Also ich tippe mal in die deine Richtung, in die du gerade guckst. Also da beim Panzerwrack. Ei. Und die Richtung 070 ausrichten. Langsam vorwärts marschen. Mensch, heute war ja wohl mal was riskanter Einsatz hier. Hat ja geklappt. Er würde die andere Richtung bevorzugen. Da habe ich zu viel Vegetation dazwischen, da sehe ich nichts. Jetzt hier noch nicht, hier ist kaum Vegetation dazwischen. Doch genug, dass ich nichts sehe. Volle Fahrt voraus. Bravo, die Straßensperre gegen die Hände. Einzieht in Honker, hinten in die Hände. Kommen. So, dann, alle Hügel von Nordwesten, also Richtung 060. Halten Sie sich in Position im Westen, was ich meine. So, mal schauen, halten Sie sich an. Sicht auf rein! Halt! Wenn Richtung Wald keine Sicht mehr möglich. Zurück! Halt! Vorwärts! Bist du so? Hier Hawk, melde RPG-Schütze rechts der Straßensperre ausgeschaltet. Okay. Ah, oh, Heli hat ihn erwischt. Ausrichten Richtung 291. Stellen Feuer ein. Okay, die Einheiten von uns gucken jetzt an. Das heißt, Feuer doppelt kontrollieren in Richtung der Straßensperre und in Richtung 000. Schütze Richtung 291, Waffendepression checken, ob wir da oben noch den Weg erreichen können. Erreichen wir da noch die Hotspots? Auf 302, einzelner Infanterist. Halten. 202, der geht am Hügelkrang entlang. Einzelner. Frage, wie viele MZs haben wir? Noch 7. Okay. Wäre auch so, wenn wir 100 hätten, für eine einzelne Person irgendwie verschwenderisch. Nur minimal. Tor, Status. 4 Tor, stehen bei 100%, kommen. So, schon noch weitere Feindkräfte im Nahbereich, kommen. Negativ, momentan keine Einsicht auf Feindkräfte, kommen. Okay, ich glaube, ich muss das korrigieren. Richtung 303 ist die ganze Einheit jetzt aufgetaucht. Kriegst du die jetzt Visier mit einer Rohexplosion? Bravo, Konvoi. Dürfte gehen, ja. Komm. Okay, noch halten. Stell schon mal alles Notwendige ein. Das sind unsere, das weißt du schon. Wieso laufen da unten unsere? Das geht gar nicht. Das können da oben nicht unsere sein. Wo oben? Bei der Straßensperre? 304. Oh, 4 Tor, kommen. Haben Sie Einsicht auf Position Halse, das kleine Dörf nördlich davon? Kommen. Soweit negativ, haben aber Sicht auf Feindgruppe Richtung 304 von unserer Position aus am Berghang. Entfernung circa 1 Klick, kommen. So verstanden, Feindgruppe nur Infanterie, kommen. Soweit nur Infanterie ersichtlich. Positiv, kommen. Bekämpfung mit MG möglich. 1 Kilometer, nein. Negativ, kommen. So verstanden, dann eine Mago behalten. Beziehungsweise, wenn möglich, Position so verlegen, damit sie eigentlich eine Position halb bekommen. So, positiv, führen aus, Ende. Und hier langsam Richtung 280 auf der Straße ausrichten. Team Alpha hier, actual, wir kommen jetzt auch aus. Kommt der Heli, die nicht bekämpft, die von Dresden da. Okay, check.
Weiß ich nicht. Noch, wenn Chef das nicht sagt, dann machen wir das nicht. Aufmachen über Der könnte das bestimmt, ja. Und die auf der Straße ausrichten. Okay, unsere sind jetzt an der Straßensperre. Achtung, Fahrzeug kommt von vorne! Halt! Zurück, zwei Fahrzeuge! Kommt schnell von Norden auf die Straßensperre zu gefahren. Kommen! Den Bereich beobachten, da werden wir wahrscheinlich da oben wieder das zweite Fahrzeug. Leos Feuer! Feuer! Nicht sicher können! Das waren glaube ich die Hauptkanone. Das sind zwei Leos da. Es muss irgendwo ein zweites sein. Also der, hier nochmal Hawk, der erste Panzer befindet sich auf der Höhe der Ortschaft, der zweite Panzer ist gleich auf der Straße. Baum gefallen, auf 282. So, Schatten haben Sie, wieder... Jetzt 289. Ich prüfe. 289! Raus! Den ersten Panzer.